Ja, Servusler zum 7. Part von Super Mario World Hack Super Mario Land 4. Wir befinden uns immer noch am Strand, in der Strandwelt und betreten gerade das Level, in dem wir im letzten Part so gnadenlos gescheitert sind. Und zwar an den Kakteen. In den meisten Mario-Spielen sind die Kakteen ja nur Hintergrunddeko, aber hier sind sie gnadenlos tödlich. Was er ganz witzige Neuerung ist. Ja, das Level an sich ist ein Remake von Super Mario Land 1. Aber es gibt verdammt viele Neuerungen. Schon allein, dass die Piranha-Pflanzen Feuerkugeln abschießen wie die letzten Irren. Die Dinger wirklich weit spucken können. Ja, und eben diese hinterfotzigen Kakteen. Boah, knapp. Knapper Scheiß. Ja, im letzten... Ja, genau. Im letzten Part haben wir in dem Level ja eh schon alles abgesucht. Und darum können wir es uns erlauben, dass wir hier mal ein bisschen durchrennen, um das Level endlich einmal zu beenden. Boah, knapp. Ja, die spinnen doch. Ja, wo man hinschaut, Kakteen. Alter. Noch mehr Kakteen. Und geschafft. Ja, dann dürfen wir wohl jetzt wieder in eine Bonusrunde. Sehr schön. Ja, wieder dieselbe. Ja, gibt verdammt viele Münzen hier, ne? Aber das mal holen wir uns alle. Weil ich glaube, in dem Hack werden wir noch ein paar Leben verbrauchen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Machen wir weiter im 1, 2, im 4. Level verschlossen steht da oben. Ja, was es damit auf sich hat, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ob man den hier irgendwo noch freispielen muss. Oder ob es unter Umständen noch gar nicht so weit ist, das Spiel, dass es da weitergeht. Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir einfach mal in der nächsten Welt weiter. Und zwar in der Eiswelt. Hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen. Eislevel, das wisst ihr ja. Gibt doch nichts Geileres. Ja, ist da der Hase besser oder der Schuss? Ja, nehmen wir einen Hasen, wenn er schon angeboten wird. Das wird schon seinen Grund haben.
ein Custom-Schneemann im Hintergrund und ein absolut lumpiger Fail. Vor lauter Custom-Schneemänner. Oh, was ist das? Das Wasser? Oder was hat mich jetzt da getroffen? Ach, diese Spitze da. Ja, das ist aber auch nicht gerade leicht zu erkennen, oder? Also das ist... Das ist ein bisschen trollig. Aber was soll's? Jetzt wissen wir ja Bescheid. Voilà. Hier war auch irgendwo Spitze da, ja. Also das Wasser ist es nicht, ne? Es ist diese Spitze. Da drüben ist auch eine Spitze. Boah. Rutschende Gumbas. Ja, doch was zum Ballern. Das ist doch besser. Ja, ist schön gemacht hier. Oh, der Hintergrund mit diesen Eisbergen. Sind wir schon am Schluss? Und natürlich haben wir gefailt. Jetzt. Ah. 29. Also was es mit dem verschlossenen Level in der Strandwelt auf sich hat, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht finden wir es ja gemeinsam raus. Vielleicht muss ich danach erst suchen oder googeln. Und solange wir das noch nicht wissen, machen wir jetzt hier in der Eiswelt weiter. Wie gesagt, meine größte Befürchtung ist, dass der Hack noch gar nicht fertig erstellt ist. Dass es gar nicht weitergeht. Was da hinten? Ein Pilz für einen kleinen Mario. Ah ja. Gefährliche Musik. Ah, oh, ich glaube, es war ein Fehler. Eingefrorene Gegner. Obwohl, getroffen, verdammt. Eingefrorene Gegner in den Eisschollen. Ja, da hätte ich durch müssen. Kann ich leider nicht mehr. Na komm. Leck. Oh, Glück. Ah, da geht's rein. Überall eingefrorene Gegner. Ah, da komme ich nicht durch. Verdammt.
Ja, das Eis hat meinen Sprung gebremst. Und den nächsten dann auch gleich. Wunderbar. Machen wir das Level nochmal. Alter, oben war noch ein Pilz. Jawohl. Jawohl, die Hasenohren. Das könnten wir doch da hinten. Wenn wir uns halt allzu dumm anstellen, durch, genau. Ja, so viel zum dumm anstellen, aber außer eine rote Münze, die hier blau ist, gibt's da nichts. Ja, das war wieder ein typischer Dosten. Probieren wir es nochmal, das Ganze. Es geht nur in die eine Richtung. Das gibt's doch nicht. Ja, dann lasse ich den Scheiß da, weil das ist auf Eis nicht einfach. Und Eis ist ja sowieso nicht mein Gebiet. Das wisst ihr ja noch aus Super Marissa Land. Eis und dünne Pfähle, dünne Plattformen, das ist überhaupt nicht meins. Bevor ich jetzt da nochmal 20 Mal fail, welcher einer so einer scheiß rot-blauen Münze. Geh lieber weiter. Ah, funktioniert auch nicht wirklich. Also ein paar Fehler hat er ja noch, der Heck. Ein paar Dinger sind noch unausgereift. Aber am unausgereiftesten ist immer noch der Spieler hier. Ja, das ist ein Depp. So. Also geht doch. Oh. Halt nie verlang. Jawohl, mein Pilz. So, jetzt schauen wir da mal rein. Oh, was ist denn das für Kack? Und was gibt's da? Gar nichts. Hier ist jetzt Schluss, oder wie sehe ich das? Was ist das hier für ein Kack? Kann mir das einer erklären? Für was ist diese Passage? Ja, mit 20, 30, 40 Fragezeichen über meinem Schädel beende ich jetzt den Part. Und hoffe, wir sehen uns im Part 8 wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dahin sage ich Servusle, euer Dosten. Jo, servus Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut im 8. Part vom Super Mario World Hack Super Mario Land 4. Wir sind in der
Eiswelt im zweiten Level. Haben das letzte Mal da gnadenlos gefailt. Und jetzt versuchen wir es einfach einmal besser. Ist immer noch ein schön gestalteter Hack. Die Eiswelt hat der Hackersteller super gemacht. Jetzt haben wir einen schönen Leck. Ja, da waren wir das letzte Mal auch schon. Na komm. Wir müssen da runter. Und da rein. Jawohl. Das letzte Mal sind wir ja an einer Stelle, ja, gestorben, die keinen Sinn ergab. Ein Raum, in dem wir uns nach oben kämpfen mussten, aber oben gab es nichts. Ich weiß immer noch nicht, für was der Raum ist. Ich weiß auch nicht, ob es nur ein Gag war vom Hackersteller. Wie gesagt, es ist ein Hack. In einem Hack ist alles möglich, Leute. Ja, und der hat mich jetzt getroffen. Ja, das ist doch nicht möglich. Aber doch, es ist möglich. Ja, es war dieser Raum hier, bei dem ich nicht so genau wusste, für was er da ist. Ich weiß es immer noch nicht. Ja, man kann da nicht rein. Und die Münzen zeigen, wir müssen nach oben. Ja, dann tun wir das. Geht's nicht lang, wir müssen darauf. Ah, wird doch schon das Levelende sein, ja? Ein Traum! Verzeih! Das war mal 81, das heißt, mit dem Glück könnte man im nächsten Levelausgang dann eine Bonusrunde freispielen. Schauen wir mal. Ja, ich sehe ein roter Punkt. Bedeutet es jetzt, dass es hier ein Secret Exit gibt? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, so ist es zumindest in so Mario World geregelt. Das wird hier nicht anders sein. Ein hinterfotziger Gumba. Ein Stern. Ich will ihn haben. Ach, da kann man rauf. Okay. Ach, Löcher im Eis. Ah. Jetzt habe ich da hinten Blöcke verpasst. Da könnte doch ein Item irgendwo versteckt sein. Jawohl, sage ich doch. Da bleiben. Voilà. So. Oh, ein Wasserlevel. Das ist ja wunderbar. Oh, verdammt. Nicht nur, dass wir hier in einer Eiswelt sind. Nein, es ist eine Eiswelt-Wasser-Kombination. Genau das, was mir am meisten Spaß macht an so Jump'n'Runs. Also ich möchte Jump'n'Runs ohne Wasserwelten und ohne Eiswelten eigentlich ja gar nicht spielen, weil das wäre ja langweilig. Ne, ganz im Ernst, ich mag weder Eis noch Wasser. Und hier eine Kombination. Super Mario Kart Figuren. Ich schmeiß mich weg. LOL. Steht da drauf. LOL. Was kann man mit dem machen? Kann man mit ihm interagieren? Nein.
Akido guckt nur. Ja, es passiert nichts. Luigi! Ach, ich muss auf Luigi drauf jetzt, wo? Boah. Ja, geile Idee, Leute. Geile Idee. Und schon habe ich gefailt. Innovativ gefällt mir. Zeit scheint ein wenig... Ah, verdammt. Und gefailt. Zeit scheint ein wenig knapp zu sein in dem Ganzen. Machen wir es nochmal. Aber es war lustig. Hat mir gefallen. Super Mario Kart Figuren. Mitten im Level. Boah. Ey, dieses scheiß Eis. Eis und ich werden keine Freunde. So, und jetzt hole ich mir den Stern. Verdammt. Oh, es hat funktioniert noch. Drei Leben abgestaubt. Sehr schön. Und schon sind wir wieder in der Wasserwelt. Ich wäre das Gefühl nicht los, dass wenn es hier ein Secret Exit gibt, dass es hier irgendwo ist. Aber das Schöne ist, wir können jedes Mal, wenn wir hierher kommen, drei Leben abstauben. Nein, geht nicht. Weil ich groß bin. Ja, lieber Cheep Cheep, mach mich klein. Will auch ein ganz ein braver sein. So. Die holen wir uns, weil die brauchen wir in dem Heck. Ja, ich bin jetzt gerade hier am Überlegen, wo ein Secret Exit sein könnte. Ich vermute mal unten durch irgendwo. Probieren wir es mal aus. Hier vielleicht. Könnte auch der Tod sein. Ja, es schaut nicht so aus, als würde es da weitergehen. Ja, gehen wir weiter zu Super Mario Kart. Witzig finde ich ja den Lakitu, wie er da das Kart an der Angel hat. Und wieder Luigi hier, auf dem wir sogar rumrutschen. Anscheinend ist sein Kopf aus Eis. Und wieder Luigi hier. Mario hilft, durchs Level zu kommen. Ja, da bleiben auch verdammt. Er ist jetzt weg. Ja, er fällt wirklich ins Loch. Ach, so müssen wir dann auf. Geht nicht. Ah, jetzt haben wir einen Cheep Cheep getroffen. Dann gehen wir unten durch. Ja, wo könnte jetzt da ein Secret Exit sein? Ja, gehen wir mal ins nächste Level. Das mit dem Secret Exit ist zoom mal anders mal. Weil ich kann mir jetzt das nicht erklären, wo das sein könnte. Also jetzt mal hupfe ich an die Infoboxen, aber da es Französisch ist, bringt es mir nichts. Vielleicht weiß ja der ein oder andere von euch, wo es diesen Hack in Englisch gibt. Oder vielleicht kann ja einer von euch Französisch. Was ist das jetzt? Ich schieße hier irgendwelche Eiskugeln. Habe ich dafür ein Item aufgenommen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist das? Ja, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir damit Gegner besiegen können. Was
Was sind das hier? Panzerbrüder? Na, der schmeißt auch so Eiszeug. Freakshow. Ein Panzerbruder. Ja, nette Idee. Und schon gibt's wieder einen Leck. Ach, ich hätte die einfrieren können oder was? Oder ich weiß es nicht. Ach, das liegt an diesem blauen Pilz. Interessant. Ja, Tatsache. Ja, das ist sowas wie die Eisblume aus New Super Mario Bros. Wii. Ja, es geht noch. Hier können wir uns den Gletscher hocharbeiten. Jetzt haben wir die Karotte und die Hasenohren. Sehr schön. Und schon sind sie weg. Die Hasenohren. Dank dem lustigen Eisbruder. Nur Mario gehört mir dann auf jetzt. Und nochmal getroffen. Langsam wird es hier zur Gewohnheit. Schauen wir da mal. Ah, oh, runtergefallen, nicht schön. Müssen wir eigentlich dann auf? Und schon sind wir tot. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, wohin. Versuch macht klug oder tot. Also nochmal das Ganze. Der blaue Pilz. Aber er schießt nicht immer. Hm. Ein random Schuss. Oder ich bin einfach zu dumm dazu. Das ist natürlich alles möglich, Leute. Und schon bin ich wieder tot. Ja, die haben so wegen in sich, diese scheiß blauen Hammerbrüder, beziehungsweise die Schneeballbrüder oder was auch immer das sein soll. Das blaue Geschmaß. Das widerliche Gesindel. Hau ab. Hau ab. Ah, jedes Mal dasselbe. Dann ist Mario kurze Zeit unbeweglich. So, mal schauen, wie geht das überhaupt? Ah. Wenn ein Berg runterrutscht, dann geht kein Sprung oder was? Ja, springt nicht. Das gibt's doch nicht! Leute, Leute, Leute! Wieder ein besonderer Fail-Part. Genießt es. Meine Fails werden euch alle nochmal zum Arschen aushängen. Ach, der ist wieder aufgestanden, die Sau. Machen wir's so. Nur noch mal einer, ne? Von diesen warmen Brüdern. Gib mir das Pulzerl. Arsch. Ja, jetzt mal selber wie gewonnen, so zerronnen. So. Stehen wir wieder hier am Berge. Um die Klippen zu erklimmen. Leute, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut und beende den Part. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und Servusle, euer Dosten.